Wir zeigen euch heute 7 verrückte Selbstexperimente, die zu weit gingen. Platz 1, Montana Black und das Lego Laserschwert. Der kleine Montana Black dachte sich im Jahr 1992 nichts Arges, als er sich ein Lego Laserschwert in das Pissloch steckte. Danach wurde sein Leben für immer und immer ein für alle Male verändert. Oh weia! 7 verrückte Selbstexperimente, die viel zu weit gingen. Viel zu weit ging. Mit dabei sind Experimente, bei denen die Grenzen des guten Geschmacks weit überschritten haben, aber auch Menschen, die sich in echte Lebensgefahr brachten. Außerdem seht ihr Menschen, die extreme Schmerzen in Kauf nahmen. Kackt der? Und Selbstexperimente, die schwere Folgen nach sich zogen. Es wird also spannend, daher bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns an der Stelle doch mal in die Kommentare, welches Selbstexperiment euch schon geglückt ist. Einen Tag nicht wichsen. Wir sind gespannt. Beginnen wir unsere Liste mit einem Experiment des YouTubers und Streamers Jack Wilmot. Der US-Amerikaner wollte nämlich testen, wie sich das Leben in der Zukunft anfühlt und hat eine ganze Woche in der virtuellen Realität verbracht. Dazu schloss er sich in seiner Wohnung ein, verdunkelte Ist er nicht fast blind geworden? Alle Fenster und setzte sich eine Virtual Reality Brille auf. Diese nahm er selbst zum Schlafen, Essen und Duschen nicht ab. Wilmot wollte mit dem Experiment zeigen, welche Folgen das lange Verweilen in der virtuellen Realität hat und welche Möglichkeiten man hat, um trotzdem geistig und körperlich gesund und produktiv zu bleiben. Doch bereits nach einer Stunde kamen bei ihm erste Zweifel auf und nach 5 Stunden bekam Wilmot echte Panik und sogar Platzangst. Er suchte sich einen Ort in der virtuellen Savanne und beschloss bewusst, dass er sich ab jetzt voll und ganz auf das Experiment einlassen wolle. Also ging er nun innerhalb der virtuellen Realität zum Yoga, ging Krass. Zum Boxtraining und traf sich mit wildfremden Menschen in irgendwelchen virtuellen Wohnzimmern oder bei Live-Events. Nach 68 Stunden hatte Wilmot bereits das Gefühl für seinen eigenen Körper verloren und auch sein Gehirn hatte die virtuelle Umgebung vollkommen akzeptiert. Oh mein Gott, vielleicht kann der jetzt nur noch virtuell leben und nicht mehr echt. Und als echt wahrgenommen. Nach 6 Tagen hatte er sich vollkommen an die Brille gewöhnt und ging sogar schon sowas wie einem geregelten Alltag nach. Er ging ins Fitnessstudio, beantwortete Mails und traf sich regelmäßig mit seinen neuen Freunden. Also all das, was er auch in seinem realen Leben machen würde. Nach 168 Stunden nahm er die Brille schließlich ab und rannte zunächst nach draußen, um die Realität wieder richtig wahrzunehmen. I have never appreciated the smell of outside air so much. Außerdem hatte er erstmal genug von der virtuellen Realität, Geil. Doch das Experiment bewies, dass VR-Brillen ein großes Potenzial bieten würden. Hä, aber warum ging das jetzt so weit? Das ist doch übergut gelaufen. Das Experiment. Bei Medien und in der Kunstwelt gibt es hunderte Anwendungsmöglichkeiten. Er stellte jedoch auch fest, dass zu viel Zeit in der virtuellen Welt auch nicht gut sei, denn er habe dort keinerlei Inspiration erlebt, um etwas zu gestalten. Kommen wir nun zu einer ganzen Reihe von Experimenten, die die Gruppe The Try Guys über sich ergehen ließen. Was probieren die aus? Die Jungs wollten nämlich wissen, wie es sich anfühlt, schwanger zu sein. Für das Experiment bekamen sie aber nicht nur schwere Babybäuche umgeschnallt. Sie mussten auch eine spezielle Diät einhalten, denn auch schwangere Frauen sollten auf viele Dinge verzichten, die nicht gut für ihr Baby sind. Neben Alkohol und Zigaretten gehören dazu auch Kaffee, Rohmilchkäse, nicht durchgegartes Fleisch, roher Fisch und manchmal sogar Salat, wenn man nicht weiß, ob er gründlich gewaschen wurde. Kann man nicht ein bisschen rauchen als Schwangerer und ein bisschen trinken nur? Ne? Gar nicht? Der. 9 Monate lang nicht? Kannst du, aber Digga, wäre dumm. What the fuck, Alter? Viele Medikamente und sogar Schmerzmittel waren absolut tabu. Stattdessen stand täglicher Sport auf dem Programm, damit sie fit für die Geburt sein würden. Und weil sie schließlich auch genau wissen wollten, wie sich Geburtsschmerzen anfühlen, wurde einer der Jungs an einen Wehensimulator angeschlossen. Ein Wehensimulator? Seine eigene Frau hatte kurz zuvor nämlich ebenfalls 14 Stunden in den Wehen gelegen und er wollte nachempfinden, wie sie sich gefühlt haben muss. Zunächst waren die Wehen sogar noch auszuhalten und die Jungs machten Späße, doch je weiter die Geburt voranschritt, desto stärker wurde der Schmerz. Schließlich wurde er sogar ins Krankenhaus gebracht und an einen weiteren Simulator angeschlossen, um den Wehenschmerz unter der eigentlichen Geburt noch realistischer zu machen.
Nach 14 Stunden war das Martyrium schließlich vorüber. What the fuck? Und die Gruppe hatte größten Respekt vor der Leistung, die Mütter im Kreissaal erbringen müssen. Junge, geiles Experiment, finde ich gut. Weiter geht's mit dem berühmten Fernsehjournalisten Jenke von Wilmsdorf. Der 55-Jährige ist für seine Selbstexperimente bekannt und hat vor laufenden TV-Kameras schon illegale Substanzen konsumiert. Okay, also deutsche Tomatolix. Oder Unmengen an Fleisch und Alkohol zu sich genommen. Dabei wollte er stets testen, welche Auswirkungen das auf seine Gesundheit hat. Doch mit einem ganz besonderen Experiment ging der Fernsehredakteur für viele Zuschauer einen Schritt zu weit. Okay. Für die Pro7-Show Jenke, das Schönheitsexperiment, unterzog er sich nämlich so gut wie allen Prozeduren, was? Die Kosmetikstudios und Schönheitschirurgen zu bieten haben. Oh nein. Sein Ziel war es, in 100 Tagen optisch 20 Jahre jünger auszusehen. Über 60 Eingriffe. What the fuck? Hat Jenke von Wilmsdorf dabei über sich ergehen lassen. Und während eine Gesichtshälfte ausschließlich kosmetisch behandelt wurde, ließ er an der anderen Seite Schönheits-OPs über sich ergehen. Was? Später wurde dann die kosmetisch behandelte Gesichtshälfte ebenfalls mit Operationen angeglichen. Das Ergebnis der Digga, oh mein Gott, sieht das schrecklich aus. Extrembehandlung sorgte für Schlagzeilen und die Zuschauer waren geschockt. Auch der Reporter selbst war von dem Ergebnis enttäuscht und leidet bis heute unter den Spätfolgen der Behandlungen. Ja, chilliges Experiment, Digga, what the fuck. Dennoch kann er die Operation nicht einfach rückgängig machen und er hofft, dass sich sein Gesicht eines Tages normalisieren wird. Digga, warum? Also man muss ja nicht alles für Geld machen, oder? Kommen wir zur Nummer... Oder, Tobi? Muss, ja? Ja. Okay. 4. Tobi sagt, man muss alles für Geld machen. Jeder kennt den innigen Wunsch nach absoluter Stille. Vor allem, wenn man einen anstrengenden Tag in der Schule, in der Uni oder auf der Arbeit hatte. Aber wie fühlt sich diese absolute Stille eigentlich an? Diese Frage stellte sich auch der englische YouTuber Callum Aaron McGinley alias Callux. Deswegen wagte er den Selbstversuch an einem der stillsten Orte der Welt. Dieser befindet sich an der London South Bank University, besser gesagt in einer speziellen schalltoten Kammer im Inneren der Universität. Alter. Das einzigartige Design der Kammer absorbiert fast 100% des Schalls und ist auch von außen völlig schallisoliert. Angeblich könne man in so einem Raum verrückt werden und kaum einer hielt es bisher länger als 45 Minuten aus. Ich würde es, glaube ich, schaffen, darin auszuhalten, länger als 45 Minuten. Gebe ich euch ein Wort drauf. Der Weltrekord lag gerade einmal bei 67 Minuten, was McGinley bei seinem Experiment überbieten wollte. Er setzte sich also bei völliger Dunkelheit in den schalltoten Raum und durfte nur alle 5 Minuten sprechen. Außerdem durfte er auch sonst keine Geräusche produzieren und bereits nach 25 Minuten in absoluter Stille begann sein Verstand, ihm Streiche zu spielen. Er hörte permanent das... Ich hole mir das für mein Zimmer, sagt David, so ein Schallschutzraum. ...Rauschen seines Blutes, das sich für ihn fast wie ein Zug anhörte und er verlor jegliches Gefühl für die Zeit. I don't know, it's like the underground. The London Underground, my right ear. It's like someone dragging a trolley across the floor, but I can't tell whether it's me or... Nach einer Stunde sah er in der Dunkelheit Dinge, die nicht real waren und die ganze Situation wurde immer beklemmender. Außerdem war er sich sicher, dass er allmählich verrückt werden würde, aber er wollte nicht aufgeben. Nach einer Stunde und 26 Minuten brach er das Experiment schließlich ab, aber die Zeit reichte aus. Er stellte einen neuen Weltrekord auf und schlug die bisherige Bestzeit um ganze 19 Minuten. Die Macher hinter dem YouTube-Kanal... Ich glaube, ich kann das auch, ja. Yes? Ich werde wahrscheinlich einpennen. Theory sind für ihre verrückten Yes, Theory ist ein richtig geiler Kanal. Kennst du die? Enjoy ich sehr. Sehr gutes Mantra. Dieses Yo, leb dein Leben, sei korrekt zu allen Leuten, alle Menschen sind gleich und erleb vor allen Dingen was in deinem Leben. Finde ich sehr, sehr nice. Mag ich sehr, sehr gerne, wirklich. Experimente. Können wir uns auch mal im Stream angucken, die Videos von denen. Finde ich wirklich sehr, 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 sehr stark. Es ist echt für mich einer der besten Content Creator auf YouTube. Und da kann man sich eigentlich auch immer nur eine Scheibe abschneiden, weil die erleben halt wirklich Dinge, die einzigartig sind, ne?
bekannt und gehen regelmäßig an ihre Grenzen. Auch 2019, als sie gerade auf der Rückreise von einem Dreh in Australien waren. Am Flughafen in Singapur, der regelmäßig zu einem der besten Flughäfen der Welt gewählt wird, hatten sie die spontane Idee zu einem kuriosen Experiment. Sie stellten sich die Frage, ob es überhaupt auffallen würde, wenn sie dauerhaft im Flughafen leben würden. The goal is to spend 72 hours inside this airport. Auf die Idee kamen sie, weil sie den Film Terminal gesehen hatten, der von der wahren Geschichte eines Mannes inspiriert wurde, der 18 Jahre lang im Pariser Flughafen Charles de Gaulle lebte. Digga, den Film will ich mal gucken. Kennst du Terminal? Hast du den schon mal gesehen? Nee. Will ich mir unbedingt mal reinziehen. Die Jungs von Yes Theory verpassten also mit voller Absicht ihren Weiterflug nach Los Angeles und ließen es sich stattdessen im Flughafen gut gehen. Sie besuchten das Kino, den Spa-Bereich, mehrere Restaurants und sogar die Poolanlage, die sich im Flughafen befindet. Nachts schliefen sie in der Regel im Wartebereich des Flughafens und wurden dabei nur einmal von einem Security-Team kontrolliert. Doch offenbar wunderte sich niemand, dass die Jungs erst einige Tage später weiterreisen würden. Nach 4 Tagen war das Experiment schließlich beendet und obwohl der Flughafen einiges zu bieten hatte, waren sie froh, dass sie endlich weiterreisen konnten. Weiter geht's mit der britischen TV-Show Live Stripped Bare. Digga, wenn die Show schon heißt Live Stripped Bare, das heißt ja sowas wie Leben zieht sich komplett aus, also zeig alles, was du hast, so, dann kann es ja schon nach hinten losgehen. Produzenten der Show stellten sich die Frage, ob die Menschen in einer Welt überleben würden, in der es keinen Besitz gibt. 6 Menschen wagten dafür das TV-Experiment und lebten 21 Tage lang in ihrer leergeräumten Wohnung. Ihre Besitztümer waren dabei in einem Container untergebracht. So sollten sie herausfinden, was sie wirklich benötigten, um glücklich zu sein. Dabei gab es nur 3 Regeln. Erstens, sie mussten alles abgeben, also auch ihre Kleidung. Zweitens, sie durften jeden Tag einen Teil aus dem Container zurückholen. Okay, das ist ein sehr, sehr geiles Video, Bro. Du gibst alles, was du hast, ne? Und dann kann man sich jeden Tag einen Teil, das ist voll die geile Idee. Und drittens, sie durften sich nichts kaufen oder ausleihen, außer Nahrung und etwas zu trinken. Bei der Nahrung zum Beispiel würde ich kreativ werden, glaube ich. Da würde ich hingehen und die Tüten zum Beispiel würde ich für irgendwas Neues benutzen. Würde daraus Laser zum Beispiel machen und so, weißt du? Außerdem mussten sie ihren Alltag ganz normal bestreiten. Am Ende des Experimentes stellten die Teilnehmer dann fest, dass sie tatsächlich viel zu viele unnütze Dinge im Haus hatten. Sie lernten auch einfache Dinge wie Decken Schuhe wieder wertzuschätzen. Sie sortierten gründlich aus und spendeten viele ihrer Besitztümer für gute Zwecke. 1000 Dinge, der Film ist genauso. Ja, es ist halt so eine Minimalismusbewegung, ne? Es gibt ja auch so einen YouTuber, wie heißt der? Dieser Typ mit dem Bart, der auch so Selbstexperimente macht. 1000 Matt irgendwas. Ist ja auch egal. Auch so Minimalismus lebt und sowas. Ich finde Minimalismus übertrieben interessant. Kann mich da leider selber nicht so gut ranwagen, weil ich echt noch sehr viel Stuff habe und viel zu viele Klamotten habe. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich umziehe, dass ich es gerne machen würde wahrscheinlich. Also sehr viel minimalistischer leben möchte halt. Letztendlich hat man halt voll viel unnötigen Scheiß. So, das merkst du auch. Hier steht halt auch voll viel unnötiger Scheiß rum, ne? So, keine Ahnung, dieser Stuhl zum Beispiel. Wofür? Ne? Zum Hinsetzen. Genau, zum Hinsetzen. Denkst du jetzt. Aber man könnte auch theoretisch, ne? Stehen. Hab ja 2 gesunde Beine. Ne? Wenn wir jetzt mal wirklich gucken, was unnötig ist. Das, man kann das Handy auch selbst halten. Ja, so. Ne? Das war's. Ja. Kommen wir zum Schluss zu einem Selbstexperiment des deutschen YouTubers Marcel Häfele, alias Techtastisch. Auf seinem YouTube-Kanal legt er den Fokus auf Experimente jeglicher Art, auf Bauanleitungen und Lifehacks. Für ein Selbstexperiment der extremen Art stellte er sich die Frage, was mit dem Körper passiert, wenn man auf Schlafentzug geht. Sein Ziel, 100 Stunden ohne Schlaf. Crazy. Weil das extrem gefährlich. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Könntest du 100 Stunden nicht schlafen? Nee. Nee, also Digga, das ist schon sehr aufwendig und anstrengend. Ist und chronischer Schlafentzug sogar zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes führen kann, wurde Techtastisch. Ja, Kokain regelt. Ja, das sagst du jetzt so einfach, aber glaube ich nicht. Ich bin Lingual-Minimalist, deshalb wird bei den meisten SCHs das SCH weggelassen, damit ich was spare, genau. 20 Stunden von einem Arzt. Können wir nochmal schnell eine Pipogo-Wave haben, bitte, ich liebe dieses Emote. Arzt durchgecheckt.
Außerdem führte er regelmäßig Tests durch, um seine Denk- und Reaktionsfähigkeit zu testen. Ja. Während die ersten 24 Stunden unauffällig blieben, stellten sich bereits nach 40 Stunden erste visuelle endlich mal ein vernünftiger Twitch-Chat. Halluzinationen ein. Ich habe auch schon das Handtuch im Bad angeschaut und habe es kochen sehen. Außerdem konnte er ab diesem Punkt auch nicht mehr allein gelassen werden, da die Gefahr bestand, dass er unbeabsichtigt einschlafen würde. Um wach zu bleiben, nahm der YouTuber in regelmäßigen Abständen Koffeintabletten ein und erhöhte die Dosis allmählich. Nach nur 60 Stunden nahmen die Halluzinationen dann weiter zu und seine Konzentrationsfähigkeit litt unter dem enormen Schlafentzug. Nach weiteren 24 Stunden sah er schließlich sogar Menschen auf der Straße, die gar nicht da waren. Der Arzt konnte zwar keine körperlichen Veränderungen wahrnehmen, doch Tektastisch war froh, als er nach 101 Stunden endlich schlafen konnte. Doch auch wenn der Schlafentzug von Tektastisch an die Substanz ging, lag der YouTuber noch weit unter dem aktuellen Rekord. Den stellte nämlich der Brite Tony Wright im Jahr 2007 auf. Der brachte es auf unfassbare 266 Stunden. Oh, der hat 11 Tage hat er nicht gepennt. Und hielt sich fast während der ganzen Zeit in seiner Stammkneipe auf. Wechselnde Bands halfen Wright, der seit 18 Jahren übrigens nur Rohkost zu sich nimmt, die toten Punkte zu überwinden, und auch Kamerateams besuchten ihn in der Bar. Das Experiment hatte auch für Wright keine schweren gesundheitlichen Folgen, doch im Guinness-Buch der Rekorde steht er trotzdem nicht. Matthew, hold my beer. Die Weltrekordwächter, also Guinness, nehmen nämlich keine Wettkämpfe mehr in ihre Listen auf, die potenziell lebensbedrohend sein könnten. Schlafentzug zählt natürlich dazu. Und das war's mit verrückten Selbstexperimenten, die viel zu weit gingen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welches Experiment ihr besonders krass fandet. Und ich will ein Selbstexperiment von Monte haben, wo er sich ganz viele Lego-Schwerter in den Penis steckt.